Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Dragon Ball Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, es gibt Spoiler, es gibt ein paar Sachen zu reden und ich möchte mal allgemein über die Thematik reden, ob Goku sterben wird, ja oder nein. Deswegen für die Leute, die nicht gespoilert werden wollen, bleibt ganz kurz dran, ich werde nur ganz kurz was sagen, danach könnt ihr abschalten, ich werde das auch nochmal ansagen. Und zwar haben wir natürlich diesen Arc-Momentan oder diese neuen Folgen, die jetzt kommen werden mit Hit und Goku in Bezug. Und die Frage stellt sich natürlich, ist das jetzt wirklich Filler oder nicht? Wir alle sagen ja, es ist nicht Filler, es gehört zu der Story, das habe ich auch gesagt im Preview-Analysen-Stream. Momentan ist es halt so, dass es nicht ganz sicher ist, ob es jetzt Filler ist, ja oder nein. Deswegen, ich selber bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich dazugehört, ja oder nein, ob das wirklich so ein Zwischenarc ist, so ein kleiner Arc ist, denn die Jump Fester kommt bei, denn ihr müsst wissen, die ganzen Manga, zum Beispiel One Piece, Dragon Ball oder auch Naruto, die laufen in einem Magazin, das ist der Shonen Jump, und dieser Shonen Jump, der hat halt so ein Event, sag ich mal, ich glaube, das hängt jedenfalls miteinander zusammen, das ist die Jump Fester, und auf der Jump Fester wird dann angekündigt, was der nächste Arc sein wird von Dragon Ball. Das ist auch eine Neuigkeit, die vor Monaten schon draußen war, dass es bald angekündigt wird, und die Jump Fester ist ungefähr Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwas um den Dreh, deswegen werden wir bald erfahren, was wirklich los ist, und an dieser Stelle möchte ich wirklich sagen, dass wir nicht genau wissen, was wirklich los ist. Der Arc wird auf jeden Fall nice werden, das ist ja auf jeden Fall gegeben, das sieht mega, mega krass aus, aber ob es wirklich wichtig sein wird, ist noch die Frage, aber mit einbeziehen kann man sowieso, und für den Moment können wir drüber reden, denn die Spoiler sind raus zu Folge 71 und Folge 72, habe ich auch übersetzt vom Englischen her, damit ihr das ein bisschen einfacher habt. Auf jeden Fall für die Leute, die nicht gespoilert werden wollen, bitte jetzt abschalten, und zwar Dragon Ball Super Episode 71, Tod für Goku, das Attentat kann nicht abgelehnt werden. Dann Folge 72, kannst du kontern, eine unsichtbare Attentäterfähigkeit. Die werden am 18. Dezember oder auch am 25. Dezember ausgestrahlt, ja. Jetzt kommen wir zu dem Inhalt, und zwar, der legendäre Attentäter-Hit kehrt zurück. Wird Goku einem Attentat zum Opfer fallen? Während Goku seinem alltäglichen Leben nachgeht, spürt er jemanden, der ihn töten will. Das sieht man ja auch in der Preview. Es stellt sich heraus, dass es niemand anderes als Hit selbst ist. Der unglaubliche Attentäter, der kommt, um ihn umzubringen. Der Kampf der beiden beginnt. Und dann am 25. Dezember, Goku und Hits Kampf kommt zu einem Ende. Goku bekommt Hits Schockwelle ab und fällt zu Boden. Es sieht so aus, dass ihr Kampf zu einem Ende gekommen ist, aber, ja, und das wird offen gelassen, und diese ganzen Übersetzungen sind natürlich von Herbs auf Twitter, deswegen folgt den Typen auf jeden Fall, der macht wieder mal einen super geilen Job, und jetzt kommen wir zu dieser Aussage, und zwar, der letzte Satz ist besonders wichtig, denn es wird gesagt, dass Hit und Goku kämpft, oder dass Hit Goku tötet, und es wird gesagt, der Kampf kommt zu einem Ende, und dann kommt halt dieses Aber, ja, und das Aber sagt extrem viel aus, denn wir können sagen, dass es jetzt wahrscheinlich anders kommt, als wir gedacht haben, dass sich das Ganze anders entwickeln wird, und ich hoffe wirklich, dass diese beiden Folgen mit Hit der Aufbau wird zu diesem neuen Arc, der dann wahrscheinlich bald angekündigt wird. Wir wissen natürlich nicht, wie es genau ist, wie gesagt. Davon mal abgesehen jetzt, ob das wirklich für die Zukunft wichtig sein wird oder nicht. Wir können uns ja einfach mal auf die beiden Folgen an sich konzentrieren und mal fragen oder die Frage stellen, wird Goku wirklich sterben, ja? Und ich im Vorfeld habe gesagt, dass es wirklich eine Möglichkeit ist, die ich sehr realistisch sehe, die ich wirklich passend finde momentan, dass Goku stirbt, alleine wegen dem Aufbau von Son Gohan, weil Son Gohan ist ein bisschen schwer zu sehen in diesem Dragon Ball Super Universum. Ich weiß, ein paar Leute wollen das gar nicht mehr hören, aber er wurde doch ein bisschen aufgebaut. Natürlich kann man das auch fallen lassen, weil Gohans Charakter passt eigentlich so, wie er ist. Er wollte nie kämpfen, er wollte nur für seine Familie da sein, und will er dieses normale Leben führen. Das tut er momentan, deswegen ist sein Charakter so, wie er ist, eigentlich perfekt. Aber er hat Niederschläge erlitten, wo er halt gesehen hat, dass er schwach ist, dass seine Familie nicht beschützen kann. Und wenn Goku wirklich sterben sollte, dann ist es ein sehr großer Denkanstoß an ihn. Deswegen könnte man hier sagen, dass das sehr wichtig sein wird für Gohan, wenn das so kommen sollte. Aber mittlerweile scheint es wirklich so, dass man einfach nur mit der Preview Hype aufgebaut hat, um Goku, sag ich mal, oder um den Tod von Goku. Wir kennen das in der Preview, da wird oft so geschnitten, aber hier ist es wirklich extrem. Klar, wenn die meisten von euch jetzt sagen, ja, Gohan spürt doch seinen Herzschlag, und an dem Blick kann man sehen, dass das Herz nicht mehr schlägt, ja. Das habe ich auch in der Preview-Analyse angesprochen, dass ich glaube, dass Hit eine Technik anwendet, wo Gokus Herz kurzzeitig aufhört zu schlagen, sag ich mal. Also, dass es stillsteht, dass es so aussieht, dass er wirklich tot ist. Das würde dann halt dafür sprechen, dass er Zeit gewinnen möchte, da der Auftraggeber wahrscheinlich ihn beobachtet und dann sieht, okay, Goku ist tot, alles gut. Weil wir sehen ja auch, dass er dieses Hologramm von Goku hat, deswegen denke ich mal, dass es wirklich der Auftraggeber war. Also, der Auftrag ist, warum Hit Goku tötet, aber das eigentlich nicht möchte, dazu werden wir gleich kommen. Auf jeden Fall wird das Herz ja früher oder später wieder anfangen zu schlagen, und das heißt, Hit gewinnt nur kurzzeitig Zeit, und mit Hit ist es auch so, dass er wirklich diese Zeittechniken drauf hat, sag ich mal, deswegen könnte man das mit dem Zeitsprung erklären, wieso er es schaffen kann, dass Gokus Herz kurzzeitig nicht schlägt, einfach nur wegen dieser Technik. Man weiß ja nicht wirklich, wie weit dieser Horizont geht, wie weit diese Grenze ist von der Technik von Hit, deswegen kann man das auf jeden Fall auch nochmal mit einbeziehen. Deswegen glaube ich, dass Hit vielleicht doch Gokus Hilfe beanspruchen möchte und erstmal das Ganze nur so aussehen lassen möchte, dass Goku halt stirbt oder dass halt der Auftraggeber das sieht, damit er halt Zeit gewinnen kann, und dann fängt der neue Arc an. Sowas in der Art kann ich mir vorstellen, aber ich muss halt sagen, ich glaube wirklich nicht, dass Goku sterben wird. Es wird wahrscheinlich eine Technik sein, die nur kurzzeitig angewendet wird, denn wir haben auch hier gesehen oder gehört, dass Goku eine Schockwelle abbekommt von Hit und dann auch zu Boden fällt. Wahrscheinlich ist das dann diese Technik. Ich finde, Schockwelle hört sich ein bisschen so danach an, sag ich mal, und wir wissen natürlich auch, dass dieses Aber da ist, also der Kampf kommt zu einem Ende, aber deswegen scheint es wirklich so, dass er nicht stirbt, aber gehen wir mal davon aus, wenn er sterben sollte, ist es halt natürlich so, dass die irdische
typischen Dragon Balls ihn nicht wiederholen können, weil die das schon längst getan haben, aber die Dragon Balls auf Neu Namek werden da absolut kein Problem, die können das dann easy peasy machen, deswegen wird er nicht für immer tot sein, deswegen ist die Möglichkeit auch prinzipiell da, sag ich mal, aber auch die Message von dem Video ist, dass er wahrscheinlich nicht sterben wird, ist halt schade um den Aufbau von Gohan, den man hätte vielleicht schaffen können, aber das Ganze ergibt irgendwie mehr Sinn, dass man vielleicht auch nur 2 Folgen von diesem Mini-Arc hat, maximal 3 Folgen und dann zum nächsten übergeht, man weiß es natürlich nicht, aber am Ende dieser Woche werde ich dann auch wahrscheinlich ein Video machen zu der Jump-Feste, zu dem neuen Arc, da werden wir nochmal richtig reden, falls es ein neuer Arc sein wird oder falls man mit diesem Arc, mit diesen paar Folgen weitermacht, weiß man natürlich auch noch nicht. Das wäre es auch mit diesem Video gewesen, ich wünsche euch natürlich auch einen super schönen Tag, wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken oder hier draufklicken. Hier wieder mal ein Video verlinkt, was ich heute gemacht habe, zu Yamshu, der bekommt seine eigene Dragon Ball Manga-Serie, die ziemlich lustig ist und da habe ich berichtet, was da alles ungefähr passieren wird, deswegen könnt ihr das auch gerne abchecken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und was denkt ihr, wird Goku sterben, ja oder nein? Eure Meinung ab in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!